Sag mal, Sonoko, wo ist eigentlich Ran? Du hast recht, sie ist spät dran. Sie hat gesagt, ich soll schon mal vorgehen, deshalb dachte ich, sie müsste auf die Toilette. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Aufzug nach oben gefahren ist. Möglicherweise trifft sie sich ja mit Kaito Kid. Was sagst du? Ist ja ein Ding. Hier scheint nichts durch. Shinichi. Ja? Jetzt sag mal, Shinichi. Ach du Schreck, da war ja noch was. Hallo, Ran. Das war ein sehr ereignisreicher Tag, nicht wahr? Shinichi! Bitte stell dich, Shinichi! Hör zu, ein Dieb bleibt immer ein Dieb und ich will das nicht. Bitte stell dich, Shinichi! Ich verstehe dich. Dann wirst du... Ran, wenn du bereit bist, mir den Schatz zu geben, den ich mir am meisten wünsche, dann gehe ich gleich morgen früh zur Polizei. Was? Was soll denn das? Ich besitze doch überhaupt nichts. Verstehst du mich denn nicht? Halt! Moment! Ist das faul? Du bist nicht Shinichi, oder? Conan! Kid, du Schweinehund! Ja, du hast recht. Ich bin kein Detektiv, sondern ein Dieb. Und ein Dieb stiehlt nun mal, das wissen wir doch. Tja, und er macht auch vor Herzen nicht Halt dran. Kid, du bist toll. Wenn du wüsstest, was er von mir wollte, würdest du das nicht sagen, hm? Oh, was hast du denn da? Oh, das ist ja Lady Sky. Kaito Kid hat ihn zurückgegeben. Sag doch erst mal, was wollte denn Kid von dir? Er wollte etwas tun, das Shinichi niemals machen würde. Oh. Wieso? Wieso sollte das Shinichi nicht machen wollen? Was war denn nun? Red schon! Naja, weil Shinichi... Das ist nicht, weil ich ihn etwa liebe. Versteh bloß nichts falsch. Hä? Was hat sie denn? Jetzt warte doch bitte mal ran! Heiliger Bimbam, was hat dieser Kaito-Kid nur machen wollen?